Stecke es in deinem PDA, das ist alles, was du tun musst. Und schon läuft's, ganz einfach. Der Poképlatz-Sensor. Der füllt unsere letzte Zeile in PDA. Alles klar, jetzt bist du bereit. Wenn jetzt ein wildes Pokémon an irgendeinem Poképlatz erscheint, meldet der Poképlatz-Sensor das sofort. Ich habe insgesamt 3 Poképlätze entdeckt. Einer davon liegt westlich von hier. Siehst du irgendwo in dieser Gegend? Nutze die Poképlätze und fang dir ein paar wilde Pokémon. Probier's ruhig mal aus, kleiner Freund. Okay. Ja, nee, doch nicht. Pokésnacks sind teuer, die kann man auch jetzt im Laden noch kaufen. Ah, der sieht echt seltsam aus. Ach, du bist es. Du bist doch der Kleine, der uns bei dieser Reportage geholfen hat. Danke, mein lieber Freund. Ich bin überrascht, dich an einem Ort wie diesem zu sehen. Das bedeutet wohl, dass du dich sehr für wilde Pokémon interessierst. Das ist doch wunderbar, denn es hat sich ja tatsächlich gelohnt, dir davon zu erzählen, meine ich. Also, mein kleiner aufrechter Sammler wilder Pokémon, ich habe die Informationen, die dich interessieren könnten. Aber, mein kleiner Freund, ich hätte da auch noch eine kleine Bitte. Du hilfst mir und ich helfe dir. Abgemacht? Ja, ich danke dir vielmals. Weißt du, es gibt manche Pokémon, die man nur sehr selten an der Poképlatz zu sehen bekommt. Knackleon, Geweiher und Felino. Es ist mir bisher einfach nicht gelungen, diese 3 zu fangen. Wenn du sie fangen könntest, würde ich sie lieben gern gegen andere Pokémon tauschen. Ich zähle auf dich, mein Freund. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ups, das hätte ich fast vergessen. Ich wollte dir doch diese besondere Information geben, nicht wahr? Geh weiter Richtung Nordost zu einem Poképlatz. Das ist mein Lieblings-Poképlatz. Den musst du dir unbedingt ansehen. Also, ich sollte jetzt gehen. War mir wirklich eine Freude, mein kleiner Freund. Ich gehe zurück nach Pyritus. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Bis bald, mein kleiner Freund. Adios! Wüste, Oase und ein Höhlenplatz. Unter dem Duellberg. Sieht jedenfalls so aus. Und Hain und Plo sind mal wieder da. Was glaubst du, was unser Boss als nächstes vorhat? Mann, dieses Leben macht echt keinen Spaß mehr. Ich brauche endlich mal etwas Ruhe. Hey, jetzt hör mal auf zu jammern. Du weißt doch, was der Boss immer sagt. Irgendwann wird es das Team The Cream geben und wir werden als Pokémon alle Pokémon der Welt besitzen. Also mein ganz sicher nicht. Klar, glaubst du allen Ernstes, dass wir hier sowas Großes auf die Beine stellen? Ah, Boss! Oh, nur ein kleiner Junge. Schleich dich gefälligst nicht so an. Sei doch nicht so nervös. Ich habe noch meinen Radar. Damit wissen wir immer, wenn der Boss in der Nähe ist. Stimmt. Der Radar zeigt etwas an. Es ist der Boss, The Cream. Und der kommt ja auch schon mit einer Tanzeinlage rein. Alles klar. Ja. Hallo, ihr Süßen. Habt ihr mir ein paar Pokémon gefangen, wie es euer Auftrag war? Na, Musik aus. Aha. Ich nehme den süßen Duft von Pokémon wahr. So viel ist klar. Vielleicht bist du nur ein kleiner Knabe. Du wirst nichts haben. Oder aber ein Trainer mit guten Gaben. Wie wäre es, wenn du meinen kleinen Ensemble beitrittst? Sei einer von uns und bald werden dir alle Pokémon der Welt gehören. Ja, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich könnte vor allem nicht riechen, dass du keinen Rhythmus im Blut hast. Und was tut man mit einer Dissonanz? Man tanzt sie in Grund und Boden. Ja, ich beweise dir die Macht der Eleganz. Kipp bitte nicht gleich aus den Latschen. Und Musik bitte.
So, das war Musik, die wiederholt sich jetzt halt immer. Und ich hab's doch gesagt, habe ich zu viel versprochen? Flaneur de Queen. Die Musik ist wirklich wunderschön jetzt geworden. Also ich finde, die passt zu einem Tanztypen wie ihm auch. Und mal ganz im Ernst, sie könnte ich mir wirklich stundenlang anhören und die andere von Pokémon Colosseum nicht eine Minute. Oh. Da hat Nintendo wohl selbst seine Fehler erkannt, oder? Aber finde ich super. Allerdings ist es nicht super, dass er auch schwächer geworden ist. Als erstes war der 30 bis 35, dann war der irgendwie um den Dreh Level 45 und jetzt Level 17. Die haben in 5 Jahren, boah, wirklich alles verlernt. Alles. Boah. Ganz schön beschugge. Na egal. Da muss ich wenigstens nicht so viel trainieren, um die schlagen zu können. Und das ist ja jetzt auch unlogisch, oder? Ich hab keine Hand und keine Beine. Aber ich hau dir mal eben eine rein. Ah, lustig, ey. Also manchmal hat Pokémon wirklich keine Logik. Überhaupt keine. Na egal. Stört mich ja nicht unbedingt. Ich kann damit leben. Aha. Angriff von Volteball sinkt stark. Na egal, ich werde jetzt mal hier einfach mal mit einem Pokéball versuchen, einen Pokéball zu fangen. Mal sehen, ob das klappt. Ich kenne ja mein Glück, wenn ich auflebe und das dann hochstelle. Oh, ey. Na egal. Ah, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst! Ah. Du hast mich total auf den Takt gebracht, so geht das nicht! Oh, du, mir stehen die Haare zu Berge voll lauter Wut. Glaube ja nicht, dass es damit vorbei ist. Warte nur, ich werde dir in Bälde und in gewohnter Eleganz in den Allerwertesten treten. Vorhin bitte, ich muss weg. Echt mal, wie der läuft. Warte, da ist was. Aha. Ah, das Queen-Radar. Wow. Diese Anleitung gehört wohl dazu. Unplot. Anleitung für den Radar. Lies sie und vernichte sie dann. Dieser Radar zeigt dir, wo Queen, also der Boss, gerade ist. Sobald der Boss irgendwo auftaucht, erscheint ein Zeichen auf dem Schirm. Sobald du das Zeichen siehst, check den Radar. Er sagt dir, wo genau er gerade ist. Du fragst dich wahrscheinlich, wo der Boss ist, wenn er nicht auf dem Radar erscheint. Du weißt doch, wie seltsam unser Boss ist. Man weiß nie, was er so treibt. Wahrscheinlich ist er auf Pokémon-Jagd oder so. Jedenfalls irgendwo außerhalb der Reichweite des Senders. Von Hey. Anleitung nochmal lesen, bloß nicht. Seht, ich konnte die CD-ROM noch nicht entschlüsseln, aber ich habe etwas über den Kryptoplan herausgefunden. Komm bitte schnell her, das kann ich dir nur persönlich mitteilen. Ah, dann gehen wir mal wieder nach Pyritos, aber ich mach Pause. Bis zum nächsten Mal.